Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Sie trafen einen Virologen, der auch ein Spinner war. Der hatte einen Virus, den man aber nicht sah. Du, Hänsel, wo sind wir hier wieder hingeraten? Sag mal, hier sieht ja alles so moosig und so versifft, so schleimig und so eklig aus. Und das müffelt hier auch so. Riecht doch mal, wie das stinkt, du, mein Gott. Ja? Ja, da hast du recht. Das ist hier ein schattiges Örtchen. Da gedeihen Pilze und Bakterien und so. Was? Kann man das essen? Nö, eigentlich eher nicht. Oder kommt drauf an. Es gibt wie überall, ja. Es schmeckt ja auch nicht jeder Kiesel. Ja, da hast du recht. Oh. Da gibt's leckere und da gibt's welche, die haben im Dreck gelegen. Ja, genau. Ach, lass mal weitergehen, du. Das ist mir hier zu siffig, zu unheimlich und das mag ich nicht. Und lass mal hingehen, wo die Sonne scheint und wo es wärmer ist. Und, das stinkt hier. Ah, lass mal weitergehen. Ach, guck mal, Hänsel, da, die Mücklein. Oh, wie schön die tanzen. Das denkt mir, da muss ich gleich an das Liedchen denken. Weißt, wie geht das nochmal? Ach ja, da irgendwie so. Weißt du, wie viel Mücklein spielen in der hellen Sonnenglut? Weißt du, wie, ja, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Aber schön, schön ist das, ne? Guck doch mal. Ja. Super. Und mich stechen sie jetzt, die Gelsen, die Mucken. Meine Güte, super, toll. Aber da, schau mal da oben, ein schwarzer Vogel. Ein schwarzer Storch, das verheißt nichts Gutes. Herr Hänsel, geh mir weg mit deiner Schwarzmalerei, du. Hier ist doch alles super, hier ist doch alles gut. Außer, dass es hier so glitschig und so stinkig ist. Aber sonst, ach, das ist doch überhaupt... Ach, hier soll alles super sein? Und guck mal da, was ist denn da? Ist das da? Da ist doch jemand. Da ist ein Verrückter. Schau dir den doch mal an. Ach, Hallöle, Kinderchen, dass ich euch hier treffe, das ist ja ein schöner Zufall. Guck mal hier, ich hab ein neues Getränk kreiert. Das ist sowas wie ein Energy-Getränk. Da kriegt ihr Muckis von und werdet sofort satt und so. Ach, das ist ja toll. Hänsel, guck doch mal, da was Leckeres zu trinken. Das ist doch kein Depp, das ist ein netter Herr, hm? Na, ich weiß nicht. Also, das ist schon alles sehr ungewöhnlich hier. Wer bist du überhaupt? Wer ich? Ich bin der große und co-geniale Dr. Virus. Ich mache Virusgetränke. Und die sind sättigend und sehr gut für euch. Hier, probiert doch mal. Lecker, lecker. Na, ich weiß nicht. Ach, lass doch mal probieren. Na, was ist denn da drin in deinem Virusgetränk? Nachher ist da Papageien-Code drin. Nein, wieso das denn? Nein. Kra, kra, Papageien-Code wäre nicht schlimm, Papageien-Code wäre nicht schlimm, kra, kra. Ey, halt den Schnabel, du aufgeplusteter Spatz, du, sonst kommst du in den Mixer. Krä. Ja, du Dr. Virus, dann sag doch einfach mal, was da so drin ist. Was glitschert denn da und so rum und was glüht denn da so glibbrig grün und so? Ja, nur die besten veganen Inkredenzien. Jaladie! Gelber Sack und rein mit dir, du! Dr. Virus, hab ich dich endlich! Ha! Du böser Bob! Jetzt hab ich dich! Du! Der Virus ist im Corona-Sack! Ha! Mach mal ein Coronavirus draus! Ha! Ja, aber Rappelkopf, wo kommst du denn jetzt wieder plötzlich her? Ja, ich bin schon lange auf der Suche nach dem bösen Dr. Virus. Das ist ein ganz böser Unhold. Der will alle und jedes vergiften und die Weltherrschaft ergreifen. Aber das lasse ich nicht zu, nein. Ich hab ihn jetzt im Sack, im gelben Sack.
jetzt ist es vorbei. Vorbei mit Dr.